Ugri dich kocht, servus miteinander, grüß dich. Servus. Lieblingsrezept, heute mal was Spritziges. Ja, ein Cremant von der Loire. Cremant für Koch und Camgirl, Prost. Ja, Prost. So. Was gibt's denn heute? Was gibt's denn heute? Wir haben uns wieder ein ganzes Produkt rausgesucht, einen schönen Wolfsbarsch. Der hat ungefähr so 1 Kilo. Wir zeigen euch einen Fisch vor. Aus dem Fisch vor machen wir im zweiten Video dann ein Risotto. Milanese, so ein bisschen mit Safran, die Art, wie gesagt, das ist meine Art von Küche, was wir da machen. Und aus einer Hälfte vom Fisch machen wir noch eine Ceviche. Okay. Eine Art Ceviche. Ceviche heißt? Kommt aus Peru und ist ein eigenständiges Gericht. Da wird eigentlich weißer Fisch mit Limettensaft, das reagiert miteinander und gart durch das Eiweiß im Fisch. Und dann kann man eigentlich kreativ sein und noch alles mögliche mitnehmen. Ich mache so ein bisschen japanisch. Also das heißt, ich lege den rohen Fisch einfach nur in die Zitronenlimettensäure quasi und dann reagiert das Eiweiß vom Fisch und gart quasi. Genau, deswegen ganzer Fisch, frischer Fisch, kann man mit Lachs, mit allen möglichen Fischen machen. Gibt es einen, der sich nicht eignet? Seedeifi. Okay. Zum gut. Beispiel. So, jetzt haben wir den Fisch ausgenommen, haben ich jetzt schon, das wollte ich euch jetzt ersparen, das kann ein Fischhändler machen. Der kann vielleicht euch die Kiemen auch rausschneiden, aber wenn man Sud macht, sollte man die unbedingt rausschneiden. Also Kiemen raus, weil ja. Sonst schmeckt es. Das kriegt einfach einen Fehlgeschmack, ein bisschen bitter, ein bisschen dranig, wollen wir nicht. Deswegen okay. Schneidet man das raus, das ist, kann man mit einer Schar machen und das ist nicht schlimm. Okay. Also wenn, aber wer das nicht mag und wer da direkt ein Problem hat, dann kocht seinen Kopf halt nicht mit. Also, aber ich könnte jetzt theoretisch beim Fischhändler sagen, pfleg mir den bitte. Ja, und gib mir das extra mit. Und gib mir das mit. Das geht genauso. Okay. Ja, und man kann auch den Kopf wegschneiden, wenn man ein Problem hat. Eigentlich bei größeren Fischen tue ich auch die Augen raus. Das erspart ja eigentlich auch. Das, bei den kleinen Fischen ist das nicht so schlimm. Weil? Weil da auch etwas Bitterstoffe mit drin sind. Ah, okay. Wissen viel nicht, aber. Sehr klein. So, ich zeige euch jetzt den einfachen Schnitt. Mit einem Schnitt durch. Normalerweise löst man das über den Rücken auf, wer Profi ist. Ich zeige jetzt einen einfachen Schnitt, ein langes Messer. Man nimmt diese Flosse und setzt an und schneidet Richtung Kopf runter. Und dann nicht zu viel Kraft. Und dann kommt irgendwann die Gräte und dann dreht man das Messer um. Ah, okay. Und tut so leicht und dann waagrecht halten, nicht nach unten, sonst schneidet es durch die Gräte drunter. Und dann ein bisschen Druck drauf geben. Und dann kann man da so Vierer schneiden. Du hast jetzt quasi den Druck auf der Gräte, die spürst. Genau. Und schneidest hinten. Und so habe ich das erste Filet hier unten. Ah. Drehen wir um. Tricky. Andere Seite genauso. Man setzt wieder bei der Flosse an, schneidet Richtung Kopf. Nicht zu viel Kraft, einfach schneiden. Und irgendwann, wenn es nicht mehr geht, drehen wir das Messer. Ah. Und gehen waagrecht. Und das, wenn einmal ein Fisch nicht hinhaut, habt ihr keine Angst. Das Übungssache. Habe ich auch nicht beim ersten Mal kennen. So. Fisch in den Topf. Du nimmst jetzt quasi den ganzen Fisch, was du jetzt weggeschnitten hast, und da ist nur das Filet jetzt. Und den lasse ich jetzt wässern. Da tue ich jetzt fließendes Wasser drüber laufen lassen, dass er ein bisschen sauber wird. Und dann sind wir wieder so weit, kaltes fließendes Wasser bitte wahrscheinlich. Kaltes fließendes Wasser. Wie beim Hundschuh, gell? Genau. Ich trinke jetzt dabei mal. Das ist eine gute Idee, was du trinkst. Das so. Lieblingsrezept. Und dann schneiden wir uns da, hier auch noch schnell. Warte. Prost. Prost. So, und dann haben wir hier noch die Bauchgräten. Nehmen wir wieder ein Messer. Das ist, man sollte schon ein scharfes Messer haben. Ein langes, dünnes, scharfes. Mit dem geht es am leichter. Und da kann man dann, die Gräten gehen wir um das über vor. Da schneidet man einfach so rüber, schneidet sich nicht den Finger und dann sind diese Gräten weg. Ich tue das jetzt ein Sud rein. Das ist ein bisschen ein fetterer Teil, fühlt uns nicht rein, aber warum nicht? Das gibt Geschmack. Das so, das schneide ich auch noch weg. Und ich habe heute keinen Bock gehabt auf Schuppen. Also, keine Lust. Zuerst, keine Lust. Zuerst müssen wir Gräten nutzen. Ein frisches drauflassen. Ich habe den Fisch halt nicht geschuppt. Ich wollte mir den Sauerstoff in der Küche ersparen, weil sonst mache ich das normalerweise im Betrieb. Das heißt Schuppen außen ober? Schuppen außen mit dem Messerrücken kann man das oberschuppen. Aber ich mache jetzt für beide Gewichte den Fisch ohne Haut. Das ist schön. So, genau. Und dann, wo wir jetzt mein Werkzeug? Ich habe da so eine Zange, weil normal hat man Fischzangen, aber die habe ich in der Arbeit vergessen. Und da kann man dann, so eine normale Handwerkerzange? Ja. Ja, geht ja. In der Küche braucht man ab und zu ein bisschen MacGyver-Ambitionen, dass man da vorankommt. Und da kann man diese Gräten, die da hier, das ist auch vorgegeben, der Fisch zeichnet das schon ab.
rausziehen. Ah, okay, da fahre ich am besten mit dem Finger drüber. Mit dem Finger und zwar Richtung vom dicken Ende fahren wir zum schmalen und dann spürt man die immer und dann kann man die also aufstellen und dann kann man die da so rauszupfen. Einfach zack und raus. Genau, zack und raus. Da haben wir noch eine, die habe ich gesehen. Das glaube ich, müssen wir schon haben. Das war's. Das war's schon. Okay. Genau, und dann. Theoretisch darf man das mit Fischhändler auch machen. Das, aber ich zeige euch ein bisschen, wie es geht. So, dann haben wir wieder da. Ich halte den da so mit den Fingern fest am Brett. Das ist jetzt hinten, gell? Du hinten, schneidest jetzt von hinten nach vorne. Genau. Und dann tue ich bloß so leicht, bis ich an der Haut bin. Und dann kommen wir wieder zum waagrechten Schnitt. Druck nach unten, aber die Klinge grad, so grad halten. Oder? Und dann tut man so ganz leicht zerbeln. Und schon haben wir den Fisch. Schön. Und keine Haut? Keine Haut. Keine Schuppenhaut. So. Halt, die Haut hast du jetzt auch gleich die wieder mitnehmen, oder? Die schmeiß ich alles mitnehmen. Ja. Jetzt mache ich kurz meine Bridel sauber. Sehr gut. Okay, also wir nehmen jetzt für das Siwische das eine und das andere nehmen wir dann für den Hauptgang, oder? Also für das Risotto. Den schlägt es genauso, ich mache jetzt das bloß zwecks der Zeit. Also nicht, dass wir wieder unser Video zu lang machen. So. Schauen wir mal, zehn. Servus. Sodala. Dann für unseren Sud nehme ich wieder etwas Gemüse. Jetzt ist ruhig etwas fein schneiden, weil der Sud braucht maximal eine Stunde. Ah, ist ein schneller Sud. Ist ein schneller Sud, kann ich auch gleich noch sagen, der sollte nicht richtig kochen beim Fisch, das mag er nicht. Eher so ganz leicht wallen, ziehen lassen. Was passiert noch, wenn ich im Vollgas koche? Da kriegt er einen Fehlgeschmack. Ah. Also ab und zu muss man einfach folgen. Der Küche. Ja, danke für den Wink. Nein, der war's. Ist klar. Nein, das hilft nichts, das muss man einfach, sollte man beachten, weil dann kriegt er einfach einen Fehlgeschmack. Ich habe jetzt bloß in meinen Kühlschrank gelbe und Zwiebeln. Direkt eingekauft für dieses Gericht habe ich nur den Fisch, den Rest haben wir uns jetzt überlegt, was im Kühlschrank ist. Also, okay, Zwiebeln sind mal wieder nicht gescheit. Nein, wenn du den Fisch von ganz klar haben möchtest, dann der ist schön, weil die Zwiebel an sich gibt es ein bisschen Gelbnote in jedem Sud ab, aber es geht ja um Geschmack. Dann habe ich noch unseren geliebten Knoblauch. Der gehört rein. Absolut. So. Noch andrücken. Den druckst du jetzt noch. Den druck ich noch an. Nichts schneiden. Nichts schneiden. So, dann habe ich noch mehr Salz. Etwas? Ja, das ist da, ich wieder weiß, was ich aus dem Sud mache. Weiß jetzt, wie ich den Salz. Ah, weil wir letztes Mal kein Salz nicht reingegeben haben, gell? Nein, viel haben wir das letzte Mal nicht. So, Weißwein kann man noch rein. Ich habe jetzt da einen Noli Pro, das ist Wermut. Da haben wir noch einen Schuss mit rein. Und dann, wenn ihr gerne mit Fisch kocht, kauft euch so eine Flasche Pernod. Das ist aber eher Schnaps, da braucht es nicht viel. Und nicht erschrecken, das wird dann ein bisschen trüb, wenn man den reinschüttet. Aber finde ich super zu Fischfass. Kann man übel gut daheim machen. Wir trinken da was nicht, komm. Prost. So. Gut. Das ist der Sud. Stellen wir hin, leicht köcheln lassen, wenn Schaum kommt. Abschöpfen, halbe Stunde, abseihen. So, dann wieder mein Brett sauber machen. Schön. Gehen wir zu unserer Siwische. Siwische, ja. So, also ich mache da Abwandlung. Ich habe jetzt da Limetten. Also Limetten braucht man, weil mit denen garen wir das Ganze. Zitronen gingen theoretisch auch. Also wichtig ist einfach diese Säure von diese Limette Säure, oder Zitrone. Ja, eigentlich Limette macht schon ein bisschen Geschmack. Ich nehme jetzt da ein bisschen Zeste, dann habe ich noch Mandarine. Dann nehme ich auch ein bisschen Zeste. Weihnachten? Ja, Weihnachten. Ja. Das hat man jetzt irgendwie zu dem asiatischen. Wir machen es jetzt asiatisch quasi. Ich mache jetzt da ein bisschen asiatisch. Ich nehme einen Mandarinensaft. Die druckst du jetzt einfach nur aus. Die druck ich noch aus. Dann nehme ich zwei Limetten. Okay. Alles einfach neu. Alles einfach neu. So, dann machen wir zwei. So. Müsst ihr von der Menge her schauen, wie viel Fisch das macht. Okay, aber jetzt für das eine Teil da gelangt das? Ja, ja, das gelangt. Gut. So, ich tue jetzt noch ein bisschen Sojasauce rein, weil das ist so, oder sonst nimmt man da mehr Salz. Also, aber ursprünglich gehört das nicht rein, aber man kann machen, was man mag. Man kann machen, was man mag. Okay. So, jetzt überlege ich schnell, einmal durchrühren. Und, ach, und was auch, ich habe den Kühlschrank auch noch gefunden. Was da alles hergeht. Was da alles hergeht. Das ist jetzt die Schärfe, ich habe mir Chili hergerichtet, aber die glaube ich tue jetzt nicht rein. Also ich kann jetzt mehr Salz rein da und Chili, weil das ist ja quasi das ursprüngliche ja. Ding, gell? Ja, und Koriander gehört klassisch noch rein, aber hol jetzt, wer kann da aber halt nicht machen. So,
nehme ich meinen Fisch. Wir machen zu, wie es mir meint. So, einfach Jackie Peng geschnitten. So, Scheiberl. Kleine Dinger. Kleine Dinger. Gehen wir da rein. Das Braune am Fisch könnt ihr wegschneiden. Ich habe kein Problem damit. Was heißt das? Oder was ist das? Das ist einfach vom Rücken. Ach so. Das ist. Ich habe jetzt kein Problem damit. So, einfach rein. Es gibt aber Leute, die das wegschneiden. Einfach da rein. Jetzt brauchen wir einen Löffel, dass wir das einmal umrühren. So, sauber gesaut. Hauptsache gesaut. So, ich habe jetzt noch eine Gurke. Ein bisschen was Knackiges zum Beißen. Das tust du auch in die Marinade mit rein? Das tun wir alles jetzt da rein. Den Fisch habe ich als erstes nicht, dass er ein bisschen zieren kann. So eigentlich 5 Minuten gelangt, wenn man auch gern roh isst. Also der ist dann bloß mariniert. Wenn ihr ein Problem mit roh habt, nach 20 Minuten ist der durch. Mehr Zeit haben wir jetzt gerade überhaupt gar nicht mehr. Sind wir schon eng? 11 Minuten haben wir. Okay, dann. Gas geben. Mir ein bisschen Gas geben. Avocado habe ich noch. Ja. Also wirklich das, was man im Kühlschrank hat. Das, was man im Kühlschrank hat. Wie ist so mit Gemüse wie Paprika oder so, die wo viel Salz sind? Scheißegal, oder? Alles, ne? Was schmeckt's? Okay. Alles, also da man kann aus allem was machen. Man braucht halt Säure. Es ist nicht verkehrt, wenn man ein bisschen Süße dabei hat. Also das ist jetzt die Mandarine, Frucht. Mango darf super passen. Mhm. So, meiner fängt jetzt da schon das Kuchen an, da müssen wir gleich überschalten. Und dann tue ich jetzt noch ein paar Kirschtomaten rein. Alles rein. Farbe müssen wir natürlich auch haben. Perfekt. Und abschmecken, so wie es ist mit. Also es darf ein bisschen scharf sein, ein bisschen salzig, ein bisschen Säure, ein bisschen Süße, so wie es sich schmeckt. Und je kräftiger. So, ich habe jetzt noch Knoblauch, da tue ich aber ganz wenig Neuheit, ausnahmsweise, weil der roh ist. Also, okay, roh ist immer ein bisschen schwierig, gell? Weil ja, ich müsste einen gescheiten kaufen, einen gescheiten Knoblauch. Und den schneidest du jetzt wirklich klar? Den schneide ich jetzt klar, aber der gehört. Mag und ich jetzt da hin haben? Wir schneiden nicht mehr, gell? Wir haben keine Presse. Ja, nein, habe ich gar nicht. So, jetzt überlege ich noch den Frühlingslauch. Den ist noch wichtig. Ein bisschen Kräuter, also Koriander war perfekt, wie gesagt, habe ich nicht. Frische Kräuter, wenn man hat. Ja, gut. Aber dann nehme ich jetzt das Ende vom Frühlingslauch. Im Original sind ja auch Zwiebeln drin, ja, das ist dann so schön. Ja, da nimmt man am liebsten Tropea-Zwiebeln oder so, die wo man schön rauch essen kann. Okay. Dann fällt nicht so viel. Oder man blanchiert es. So, jetzt werden wir da mal umrühren. Sieht man da schon was an? So, also ich mag den, ich lasse ihn relativ roh. Wenn ihn jetzt nicht so roh mögen. Lass es 20 Minuten stehen. Bist du drin oder wie? Noch gar nichts abgeschmeckt, aber es hast du. Was tust du jetzt noch? Ein bisschen Sojasauce? Ein bisschen Sojasauce. Ich trinke dabei. Dann haben wir es. Eine Minute noch. Boah, das ist direkt Stress heute. Ja. Dann richten wir das Ganze an in einer Schüssel. Also. Lasst euch hier ein bisschen Zeit, aber es ist eine schöne Vorspeise. Man sieht schon schön, wie der Fisch reagiert, gell? Ja. Also ich konnte ihn auch 10 Minuten drin lassen, oder? Ja, je nachdem, wie man es mag. Okay. Das war's. Fisch vor halber die Stunde, ziehen lassen bis eine Stunde, dann abseihen und dann sehen wir uns jetzt zum nächsten Video wieder. Und dann drin wieder weg. Prost. Prost. Fertig.